Und ich meine, ich finde ja hier auch dann wieder alles blöd, dass ich jetzt die Cloth für Dingens verbrauchen musste, aber ja, besser als gar nichts. So, kann man hier noch was harvesten? Nee, erstmal nicht. Ich guck dann noch mal, ob ich irgendwo noch Cloth finde, damit ich. Ah, hier, das spawnt immer wieder. Ah, okay. Es spawnt nach einer Zeit wieder neues Apple Juice Box. Ah, das ist cool. Das ist cool. Dass nach einer Zeit wirklich wieder neues spawnt. Das ist recht geil. Candy Bar. Okay. Spawn auch Cloth neue. Bottled Water. Und hier hat man Kent Cola. Das wäre echt nice. Aber ich brauche Cloth, ich brauche Cloth, ich brauche Cloth. Cloth, Cloth, Cloth. Was ist ein Gabbage eigentlich? Ah, und hier spawnen auch neue Seeds. Ah, okay, also brauche ich dann eigentlich gar nicht so wirklich, aber es spawnen eben auch neue Zombies. Spawnen hier auch neue Cloth. Ey. Ja, es spawnen neue Cloth. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir hier Crafting, neue Cloth, Craft. Wo haben wir? Hier. Equip. Ja, jetzt wird langsam alles wieder ein bisschen bunter. Oh, ich habe hier immer Schiss. Dass das hier Zombies sind. Alter, habe ich jetzt eigentlich genug Cloth? Nee, ich habe nur ein. Also ich muss mir Bandagen machen, jetzt gerade ohne Ende. Und eine Morphinspritze irgendwo wäre recht nice. Und also ich weiß ja, das spawnt jetzt immer wieder. Leider auch die Zombies. Naja. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier einen richtig, richtig geilen Lauf bis jetzt. Und ich kann auch wirklich. Nee, brauchen wir gerade nicht. Und wir brauchen die, weil die Samen halt ja auch immer wieder spawnen. Da in dem Samenhaus, sag ich mal, in der Botanik, braucht man die auch wirklich nicht sparsam damit sein. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und da ist der nächste kleine Zombie. Mal gucken, ob ich den jetzt ohne Probleme umwerfen kann. Oh, was haben wir denn an Skills? 28. Strong Mining and Chopping, Craftsman und Immunität. Wenn wir den mal ein bisschen erhöhen. Aber ich muss immer noch gucken, ob ich irgendwo noch Cloth finde. Ich muss mich hochheilen. Es wird Tag, es wird Tag. Sehr schön, sehr schön. Aber es hat immer noch alles so ein bisschen gräulich. Da ist wieder ein Zombie, okay. Auf jeden Fall weiß ich,
Vor allem Blut bis hierhin gespritzt. Mies, mies, mies. Ich brauch Glas, ich brauch Glas, ich brauch Glas. Da in der Bank und in dem war ich noch nicht drin. Ach so, weil da ja gleich wirklich drei Zombies auf einmal kamen. Aber habe ich jetzt ein paar Skills? 16. So. Weniger Akku und Neues. Das ist natürlich auch eine gute Sache. So, haben wir hier jetzt Klass drin? Klass, Klass, Klass. Ich brauche Klass. Mit den ganzen Waffen und so, das ist ja wirklich schön, aber ihr habt ja von uns gesehen, ich bin mit meiner Machete, bin ich echt, also komme ich für mich besser klar. Huch, was haben wir denn hier? Knapsack. Der hat wahrscheinlich noch mehr. Wird. Können wir eigentlich, Crafting können wir eigentlich Bottled Water und Carrot? Kriegt man da was raus? Nee, schade. Hätte ja sein können. Fein, warum habe ich noch die Samen drinne? Die kriege ich doch eh neu. Na gut, irgendwas muss ich jetzt erstmal ablegen. Oder essen? Ich esse die Karotte. Und nehme jetzt den hier. Und wenn ich den equippe, besser als der? Nein, schlechter als der Schulrucksack. Und wo ist jetzt mein Schulrucksack? Den kriege ich wahrscheinlich nicht wieder. Na, doch. Hier. Schoolbag. Schoolbag ist besser. Drop. Dann nehmen wir den Schulrucksack. Hallo, Schulrucksack. Ich will dich haben. Und equip. Natürlich. So, die Bottled Water. Fresh Potato. Tomato Seed und Candy Bar. Aber ich brauche nach wie vor noch Glas. Glas, Glas, Glas. Wo sind Glas? Was haben wir hier noch? Moldy Potato. Die Moldys, die werden wahrscheinlich immer wieder spawnen. Haben wir ja schon festgestellt. Also Glas und Morphinspritzen wären ganz nice. Was haben wir hier? Medizin. Painkillers. Yay. Die finde ich doch mal nice. Yay. Yay. Schmerzen. Schmerz. Haben die mich wirklich fast hochgeheilt? Nicht ganz, aber fast. Ah, da hier ist noch ein. Eine Bandage, sehr schön, sehr schön. Bandage. Und hier haben wir noch mal Tabletten. Vielleicht sind die gegen den. Ja, die sind gegen die Strahlung. Und noch eine Spritze. Also ist das hier die Apotheke, sozusagen. Ach, ich bin doch. Ey, das ist so ein geiler Lauf. Also müssen wir, wie gesagt, was mir dann fehlt, im Prinzip, hier sind die Waffen. Ich müsste mal. Was ist das? Wirklight? Eine Can, um Wasser zu holen und ein Stick, okay. Ah, hier sind wir also auf dem Hafen. Hier hat man ein Zelt, okay. Eine Crowbar.
Apple Juice Box. Also, wir haben jetzt hier Bottled Water. Trink mal ein Stück Wasser. Klasse. Yay. Und was haben wir hier? Eine Can. Damit können wir uns immer wieder Wasser holen. Und da natürlich ein Zombie. Wie soll es auch anders sein? Die Hafenarbeiter sind jetzt alle Zombies. Also wie gesagt, sag mir mal, mein nächstes Ziel ist unbedingt, ich brauche unbedingt einen Sleeping Bag, dass ich dann respawn. Ey, eine Axt, yay, ich kann dann Bäume fällen, yay. Ach, wir sind hier auf einem Tanker, auf einem Schiff und hier stehen überall Betten rum, okay. Na. Okay. Yay. Experience. Müssen wir mal gucken, wie viel haben wir. Und 13. Schade, nix. Eine Axt, was haben wir hier? Was? Eine Blowtorch? Eine Blowtorch. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt erstmal eine gute Basis für alles drum und dran geschaffen. So. Marksman, Outdoors, Stronger Mining and Shopping. Werden wir dann gleich mal machen. Was haben wir hier noch Schönes im Regal? Das müssen wir mal gucken. Nägel! Na, die brauchen wir natürlich brauchen. Ein Kühlschrank. Scha Klass! Klass! Yay! Jetzt haben wir hier Moldy Canned Beans. Bohnen, yay. Und Armor. Yay. Gerade was essen oder so? Nee. Nägel, die brauchen wir natürlich, die Nägel. Na, wir essen mal hier die Candy Bar. Und nehmen jetzt hier den Armor. Yay. Nice. Ha. Wir werden immer be also diese gut, dass wir jetzt diese Stadt hier ge also das gefunden haben. Wow, und vor allem, ey, mir macht das so ein Fun, Arbeitslichter irgendwie. Civilization Bullet, schade, hier ist nichts drinne. Okay, gut, da hier werden wir erstmal uns nicht drum kümmern. So, dann. Okay. Da ist eine Säge. Ich werde hier die Axt mitnehmen. Und dort die Säge. Nee, wo war die Säge? Da war die Säge. Ja, das werden wir dann sicher auch gut gebrauchen können. Kann ich hier. Die sind hier einfach nur so. Ich habe dann keinen Platz mehr dabei. Doof. Board, Brett, eine Spitzhacke. Was haben wir hier noch? Purple Glow Stick. Okay. Ja. Was? Wir können noch uns ganz hoch healen.
Aber wo ist es jetzt? Das Garbage hin? Result? Hä? Apple Juice Box. Ich brauch die Spitzhacken, das brauche ich alles. Also, ach, was soll's? Die Körner, Kornes, wächst ja eh alles. Das kommt ja da eh nochmal alles nach. Und ich brauche die Tools, die brauche ich. Hier haben wir noch. Ah, hier haben wir. Hier, equip. Dann usen wir das mal. Das sind wir wieder richtig schön hochgehielt. Und hier noch die Säge. Scrap Metal, das kann man auch gut gebrauchen. Und dann haben wir hier also den Hafen mehr oder weniger abgegessen. Na, das war doch jetzt richtig, richtig erfolgreich. Oh, da gehe ich jetzt zu unserem kleinen Gärtchen. Beziehungsweise guck noch mal im Cloth-Laden nach. Da kann man auch ein bisschen rennen. Dass wir hier noch ein paar Cloth. Also 7 Cloth braucht man nach der Anleitung, die ich da gefunden hatte. Aber wir sind gerade, wahrscheinlich brauchen die noch ein bisschen länger, um zu respawnen. Also gehe ich jetzt erstmal zu meinem quasi Quartier und werde mir dann nach und nach was richtig schön Eigenes bauen. Also dann, Leute, bis dahin ist jetzt richtig geil gelaufen und ja, man sieht sich. Ciao!